Ja, meine Lieben, eine lange Zeit ist es her. Wir sind hier dabei stehen geblieben, dass ich den Bodenbeschichtungsbelag, dass der einfach nicht ausgereicht hat, den ich bestellt habe. Und demzufolge habe ich gesagt, dass wir den so lassen, beziehungsweise dass ich den erst so im nächsten Jahr nochmal erneuere oder dann vollzählig mache. Aber meine Lieben, ich bin halt ein Typ, der nichts unfertig liegen lassen kann. Demzufolge habe ich dann dank Amazon Prime, das kam dann so in 2 Tagen oder so, habe ich das dann nochmal neu bestellt. Ich habe dann nochmal 2,5 Kilo bestellt von der Masse, um dann auch den Rest zu machen. Und somit habe ich heute Morgen das mit meinem Vater zusammen zu Ende gemacht. Das muss jetzt durchhärten, so 11 bis 12 Stunden. Und ich bin jetzt einfach nur auf dem Weg mit der Maschine von meinem Vater nochmal zur Garage, um euch das einfach nochmal zu zeigen. Ja, und dann noch ein bisschen zum Mittagessen. Werde ich mir noch einen Burger gönnen heute. Und dann steht schon das Wochenende an. An dem Wochenende, deswegen bin ich eigentlich auch hier in Halle, an dem Wochenende hat meine Nichte die Einschulung. Genau, und da werden wir auch noch ein bisschen feiern, Feierlichkeiten, was man halt so zur Einschulung so macht. Oh, hier ist ein geiles Auto, ey. M5. Was sagt mein Azubi immer, da sehe ich mich drin. Also M5 finde ich echt ein schickes Auto. Ja, wir können auch mal überholen, wenn es was bringt. Brachte gerade nicht so wirklich viel, oder? Doch. Genau, nur würde ich sagen, ich melde mich einfach, wenn ich an der Garage angekommen bin, zurück bei euch und dann zeige ich euch mal das Resultat. So, meine Lieben, an der Garage angekommen. Fahren wir einmal hin und dann zeige ich euch, wie schön wir das gemacht haben. So, hier wo der Urwald wächst. Ein bisschen Schatten stellen. Da ist meine Garage. Ich sag das deswegen, so, ihr könnt ja gerne einbrechen, da ist aktuell einfach nichts. Puh, ist ganz schön warm heute, ey. Ne, die Maschine kennt ihr. Wunderschön. So, und dann zeige ich euch das mal, wie das Ganze aussieht. Ta-ta. Ne? So. So sieht das aus. Ist alles noch sehr feucht. Wir haben auch gleich hier die Tür mitgemacht. Ne? Also vielen Dank an meinen Papa auf jeden Fall, dass wir das jetzt hier noch zu Ende geschafft haben. Und ich denke, das kann sich echt sehen lassen, das Ganze. Was hier jetzt soweit geplant ist, weiterhin, da werde ich noch nicht viel verraten, was hier reinkommt. Ich wollte erstmal alles soweit ein bisschen clean haben, aufgeräumt haben, aber was hier soweit irgendwann später reinkommt, das werde ich euch dann soweit, ja, wenn es soweit ist, ein bisschen später erklären. Genau. Ansonsten werde ich das Video jetzt soweit beenden. Ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt noch in Halle hier beim Laternenfest unterwegs bin, dann werde ich da noch ein paar Shots für euch einblenden und die werden dann jetzt noch folgen. Auf jeden Fall hoffe ich dann somit, dass dieses ja auch mal normaler Vlog, normaler Alltag euch gefallen hat. Es werden natürlich auch weitere Motorradboxen noch hier aus Halle folgen und dann wünsche ich euch erstmal weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal.
bleibt dabei, es würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt auch ganz gerne mal auf meinen TikTok-Kanal gucken, den habe ich auch unten verlinkt. Da bin ich auch relativ, ja, oft zu sehen. Und es macht mir auch Spaß, diese kleinen Videos zu machen. Also viel Spaß euch und bis die Tage, würde ich sagen. Ne? Also haut rein. Ciao, ciao.